Moin Leute und willkommen zurück bei Let's Play 4. Da mir ein kleines Malheur passiert ist bei der ersten Aufnahme von diesem Part, haben wir hier halt einmal das Problem, ja. Ich hatte den Ingame-Sound vorhin aus. Und das heißt, dass ihr eigentlich nur mein Gelaber gehört hättet. Und das war mir einfach zu dumm. Und deswegen habe ich gedacht, mach ganz fix per Cheat Map Hole, mache ich so weit, wie ich war. Jetzt stehe ich hier mit einer Shotgun, klein wenig Munition, 5 Medipacks, keinerlei Granaten und sonstigem. Null Boostern, gar nichts, weil ich einfach nur bis zu dem Teil machen will, wo ich bei der ersten Aufnahme abgespeichert habe. Das heißt, wir machen einfach mal ein Level im Dunkeln. Was wir beim letzten Mal, also bei dem letzten Part, wo ihr gesehen habt, gemacht haben, war, wir sind diesen komischen Geschütztürmen, sind wir da vorbeigetrollt. Wir haben diesen Gasraum überlebt, mehr oder weniger. Ah, und was mir noch gerade einfällt, beziehungsweise auffällt, was euch, ah, gut, okay, jetzt haben wir auch wieder solche Dinger, ist, tut mir leid, aber da ich die Anfangsszenen überdingst habe, übersprungen habe ich keine Taschenlampe, aber egal. Machen wir halt einfach mal ein Level im Dunkeln. Ist ja auch mal was Schönes, dann haben wir mehr Gruselspaß. Meine Sache? Ah, okay, so komme ich da raus. Gut, okay. Dann lass jetzt mal gucken. Das ist scheiße ohne Taschenlampe, aber egal. So. Lass hier mal gucken. Da müssen wir wahrscheinlich lang. Okay. Auch wenn ich es gerade, wenn ich es gespielt habe, das Level, habe ich schon wieder halbwegs die Orientierung verloren, aber stirb schon. Geht doch. So, ich will. Ich will jetzt hier nicht durchrushen. Auch wenn ich es gerne würde, ich meine, ihr habt ja den Part nicht gesehen, darum renne ich jetzt hier noch ein bisschen rum. Gucke, ob da vorher noch irgendwas Wichtiges war, dass ich jetzt vielleicht nicht sehen kann, also, bevor ich es wieder vergessen sollte. Jetzt haben wir wenigstens wieder Munition. Habe ich ja alles. Ja, eigentlich war hier vorher nichts anderes Neues, oder? Nein, glaube nicht. Nee. Ich hoffe mal. Gut, ich weiß jetzt echt nicht mehr, aber das sieht schon relativ dunkel aus. War ja mal wieder klar. Ah, okay, da langs geht's. Was geht jetzt ab? Ah, stimmt, ja, stimmt. Das war ja, die anderen Kerle haben die ATC-Kerle abgeballert. Jetzt fall schon um. Sollte vielleicht mal wieder speichern. Am besten nur hier, weil wenn ich das andere wegmache, dann hängen wir für ewig mit diesem scheiß Nullboostern rum. Wo ist der dann? Wo ist denn der? Ah, da hinten. Ist er tot? Nein. Da hinten steht er doch und sagt kein Wort.
Jetzt aber. Ihr merkt es, wie ich es rausgelasse, die Bildschirme hier zu verhauen, aber gut. Ich bin etwas ein Eil, aber nur etwas. Ich habe nämlich keine Taschenlampe und das geht mir etwas auf den Keks. Gut, erschrecken sollte ich in diesem Level, denke ich, nicht mehr. Tut mir leid, dass das jetzt gerade nicht blind ist. Aber ich weiß trotzdem immer noch nicht. Ich komme nicht die klar hier. Auch wenn ich das Level gerade erst gemacht habe. Ich glaube, ich muss da runter, oder? Ja, ja. Ach, das stimmt, da kann ja der Ladebalken-Screen. Stimmt. Jetzt müssten wir es eigentlich bald haben. Dann kann ich mir das andere wieder laden und alles ist wieder so, wie es sein sollte. Ah, sorry, jetzt habe ich vergessen, da vorzulesen. Spiel laden, Spiel laden, automatisch speichern. So, okay, ja. Pausiert es einfach am besten, dann könnt ihr es wieder sehen. Oder warte, ich habe voll den Plan. Ich habe voll den Plan. Wenn man es so lädt... Situation! Pixen Vettel Signal ist wieder verschwunden. Wer hätte das gedacht, ne? War ja irgendwo klar. Der technische Berater von Ameke meint, das Problem könnte darin bestehen, dass der Sender beim Kampf beschädigt wurde. Man geht... What the fuck? Ich fühle mich verarscht. Ich habe noch nicht mal irgendwie was gedrückt, ey. Meine Güte. Aber pausiert... pausiert einfach am... Ich hasse es. Oh, das ging ja einfach. Pausiert's einfach am besten, dann könnt ihr es euch durchlesen. Ich muss gerade mal gucken hier. Wo ging es ja lang? Ich bin vergesslich, ey. Ach, mein Kopierer. Ja, da habe ich vorhin gestanden, habe so gedacht, ich kopiere meinen Arsch, aber es geht leider nicht. Es geht nicht. Ah, da ist noch ein Flexbooster. Es war nicht meine Schuld. Ja, ich weiß, es war meine Schuld, dass wir jetzt hier ohne Taschenlampe rumsitzen, ich weiß. Ist irgendwas Interessantes? Ah, wer was Waffen alles gut sind, ey. Ich weiß gar nicht, was die ganzen Protestler in Amerika alles haben, ey. Die sind lichtspendend. Die haben auch ihre Vorteile, die Waffen. Stimmt, da hätten wir noch so ein Telefon. Das holen wir uns gerade, damit ihr das noch hört. Sie haben eine neue Nachricht. Nachricht von Geneviève Aristide. Ian, dieser Name. Ihnen das Material ihrer Arbeitsgruppe über Original-Novalin schicken. Harlan sollte mich täglich informieren, aber ich scheint alle Hände voll Privatkrieg zu haben. Privatkrieg. Ich versprühe da nicht allzu viel Gift bei den Leuten. Ich übernehme die volle Verantwortung für das, was dem Team zugestoßen ist. Aber das bringt die Leute nicht zurück. Und jetzt ist auch nicht die Zeit für Schuldzuweisungen. Wir müssen als Team arbeiten, um die Krise zu bewältigen. Vielen Dank. Bitte. Ach, als Team arbeiten hier, um diese Krise zu vollenden, das würde ich auch gerne. Aber irgendwie hat man vorgesetzt, da wohl vergessen, mir ein Team zu geben. Ach, da ist er ja. Ja, habe ich vorhin versucht. Ich war so voller Freude. Da ist er endlich. Und ich schieße. Und ich merke, es ist Panzerglas. Also ist die Munition schon bald wieder leer. Die Shotgun. Gibt es sonst noch irgendwas Interessantes, Wichtiges, was ihr sehen solltet? Hätte ich Licht, meine Güte, scheiß Taschenlampe. Sie schon wieder. Ja, ja. Man sieht sich mal zweimal im Leben. Das ist das zweite Mal. Stattdessen die Saat ihrer Vernichtung. Es wird Krieg geben. Ich sehe es in meinen Träumen. Feuer, das die Erde verschlingt. Tote auf den Straßen. Städte zerfallen zu Staub. Ich höre noch deine Stimme. Vergeltung. Oh, unser Charakter, der Chizu. Das war schon wieder so ein dunkler Raum, ey. Da hatte ich voll richtig der Angst gehabt, ey. Alleine rumzurennen, ey. Da war doch gerade was. Das war aber vorhin nicht so. Ich will Licht. Ah, stimmt, aber der Reflexbooster. Ja, ich weiß. Wenn jetzt noch was kommt mit hier, so und so können sie ihre... Taschenlampe haben. Ist hier irgendwas passiert? Uhu, was war das? Was geht hier ab? Mach mal Licht. Gibt's da irgendwas... Interessantes. Meine, da kann auch nichts ausgucken.
Lass mich durch. Ich wusste nicht. Was wusstest du nicht? Nein! Doch! Mir war nicht klar. Ja, mir war auch nicht klar, dass ich die Soundaufnahme nicht hatte. Bleiben. Tot. Na rein, oder? Ja. What the fuck war das? Hm? Reflexbooster hab ich bei der letzten Aufnahme gedacht, aber nein, war es nicht. Hier lang! Stirb! Tut mir leid, Leonidas! Holy fucking... Gibt's hier irgendwas Interessantes? Entschuldigung, ich hab nichts kaputt. Ich hab eine Taschenlampe! Warte! Wieso hab ich jetzt eine Taschenlampe? Ja, das ist ja mal geil. Wieso funktioniert die auf einmal? Ja, das ist ja mal gut. Das gefällt mir. Ja. Nein. So. Alles tot? Die Daten werden jetzt hochgeladen. Da ist ein Hinweis auf etwas namens Icarus. Das war wohl ein Bioengineering-Programm, das 1973 gestartet wurde. Hat was mit Gesundheit in Zusammenhang mit Mikrogravitation zu tun. Muskelschwund, Knochendichte, all sowas. Hä? Da muss ich meine Freundin fragen, was da dingst mich gerade mit dem medizinischen Kram. Ist zwar immer alles furchtbar interessant, aber die Hälfte verstehe ich sowieso nicht. Auch der Normalverbraucher bin ich eben. Ach, ich hab ja Licht. Häng schon wieder. Was? War da gerade was mit benutzen? Ah! Ich glaube, da lang ist es. Ah ja, jetzt sind wir gleich da. Ja, gut, okay. Da habe ich ja jetzt gleich. Angefallen! Er ist hier drin! Den hat's erwischt. Da war er noch. Ah, stimmt ja. Iron Man! Also kann man die auch benutzen, ne? Wo ist dann das zweite Ding hingeflogen? Weißt du, wer? Nein, ne? Ja, ich glaube, genau hier waren wir an der Stelle. Gut, okay, dann kann ich jetzt hier abspeichern. Nein, kann ich nicht. Besser nicht. Ich Vollidiot. Aber ich kann jetzt die Aufnahme beenden und endlich wieder normal weiterzocken. Weil hier waren wir nämlich. Beziehungsweise war ich. Tut mir leid, Leute, aber war jetzt nur einmal. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Hab versucht, alles, was ich gefunden habe, wiederzufinden. Hab, glaube ich, sogar diesen einen Laptop, wo ich vorhin nicht hatte, gefunden. War selbst etwas, was ich jetzt nicht vorhin gefunden habe. Aber ich glaube, dafür habe ich einen anderen Laptop gefunden. Da war ich aber auch nicht gerade schlauer draus geworden. Aber egal. Also jedenfalls bin ich jetzt da, wo ich sein wollte. In diesem Sinne, macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Kommt nicht mehr vor. Ciao.